Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf euch heute eine Erfahrung oder Erfahrungen erzählen. Und ich habe mir überlegt, etwas zu nehmen, das ein wenig mehr Einblick gibt in den Ort, von dem ich gerade komme, von Bogenhofen, in das, was wir dort tun und was wir auch mit Gott gemeinsam dort erleben. Ich schätze, viele von euch haben zumindest ein wenig Einblick in das, was in Bogenhofen geschieht, auch ohne vor Ort gewesen zu sein, durch das, was man per Livestream beispielsweise sehen kann oder YouTube-Aufnahmen, Predigten zum Beispiel. Und eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, mit genau diesem Bereich, in dem wir dort arbeiten, für Menschen, die außerhalb der Schule sind, möchte ich euch heute erzählen. Wir nehmen Predigten in Bogenhofen seit dem Jahr 2007 auf, also jetzt etwa 15 Jahre. Das ging damals los für den Hauptchannel, da wurden wir angefragt oder es hat sich ein Gespräch ergeben, ob es nicht gut wäre, auch das ein oder andere bei uns aufzunehmen und zur Verfügung zu stellen, um über den Hauptchannel dann ausgestrahlt zu werden. Das wurde dann damals gemacht, die ersten Predigten wurden aufgenommen, noch mit recht einfachen Kameras. Inzwischen haben wir das Equipment verbessern können und wir haben damit dann auch bessere Qualität und sind jetzt seit etwa 5 Jahren dabei, dass wir jeden Sabbat den Gottesdienst streamen, gerade für Leute, die vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, zu einem Gottesdienst zu gehen, aber alles miterleben wollen. Und seit Corona, seit 2020, als wir doch ja, praktisch in ganz Europa einen Lockdown erlebt haben und Gottesdienstversammlungen nicht möglich waren, wie ich hörte, ist es ja auch bei euch so gewesen, für mindestens 6 Wochen konnte man sich gar nicht sehen, in Österreich war das auch, haben wir festgestellt, wie wichtig dieser Dienst ist. Vorher war das etwas, das wir einfach, ich sage mal, ehrenamtlich mit dazu gemacht haben, um Menschen außerhalb zu dienen. Und dann haben wir festgestellt, wie elementar wichtig das ist für Krisenzeiten. Und das ist uns bis heute geblieben. Die Zuschriften von Menschen, die uns das wissen lassen, die sagen, wie wichtig das ist, wenn sie vielleicht zu alt, zu krank geworden sind oder aus anderen Gründen nicht zum Gottesdienst gehen können, jedoch irgendwie mit dazu zu gehören. Und aus diesem Umfeld möchte ich eine Erfahrung berichten. Ich wurde kontaktiert vor etwa, zwar Anfang von Corona oder kurz davor, sagen wir mal vor 3 Jahren etwa, von einem Mann, der schrieb mir eine E-Mail, meine Adresse über die Website rausgefunden und sagte in der E-Mail, er würde mich schon recht gut kennen, Verschiedenes gehört von mir an Predigten, und kam darauf, er ist kein Adventist, weil er in seiner Bibel über den Sabbat gestolpert ist. Er kommt aus gut baptistischem Hause, in seiner Familie Baptistenprediger, ist von klein auf in baptistische Gemeinde gegangen, seine Frau und seine 3 Töchter ebenfalls. Und die weitere Familie, ist eine größere Familie, alles Baptisten. Und in seinem persönlichen Bibelstudium ist ihm irgendwann aufgefallen, da steht was mit dem Sabbat so eindringlich und so oft, da stimmt was nicht, wenn wir das nicht halten als Baptisten. Und er fühlte sich ziemlich alleine, hat mit seinem Prediger darüber gesprochen, hat in seiner Verwandtschaft mit den anderen Gläubigen darüber gesprochen und es war nicht viel Verständnis da und auch keine Erklärung, warum das nicht gehalten wird. Und so hat er im Internet angefangen zu suchen, Leute zu finden, die das vielleicht ähnlich sehen oder erklärt zu kriegen, warum man heute den Sonntag hält. Und dabei ist er über eine Predigt von uns in Bogenhofen gestolpert, wo das aufgezeigt wurde, wie es zu der Veränderung vom Sabbat zum Sonntag gekommen ist. Kirchengeschichtliche Quellen, wie die Kirche heute dazu steht, die Bibel, was sie dazu sagt. Und das hat ihn darin bestärkt, dass er doch auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und er hat mich dann angeschrieben und hat wissen wollen, was er denn jetzt weitermachen kann bezüglich seiner Familie oder auch, wie er Leute finden kann, die so, wie er das bei uns gesehen hat, auch den Sabbat halten. Um eine längere Geschichte kurz zu machen, wir hatten dann hin und wieder Kontakt miteinander und vor Ort dann auch einen Prediger und eine Gemeinde vermittelt. Er kam aus Baden-Württemberg. Die ganze Familie ist dann getauft worden und er schrieb mir nach einigen Monaten nochmal, wollte gerne wissen, wie ist alles gelaufen, dass sie sich sehr wohlfühlen, richtig gut angekommen sind in der Gemeinde. Die Töchter im Jugendalter sind dort auch sehr herzlich aufgenommen worden in der Gemeinde und stehen jetzt gerade, damals war das 1-2 Wochen oder so vor ihrer Taufe. Das alles über diese Arbeit, weil jemand einfach mal gegoogelt hat, gibt es da noch welche, die den Sabbat halten? Oder vielleicht hat er gegoogelt, wie kam es zu der Veränderung Sabbat zum Sonntag und stolpert über so eine Predigt? Ich möchte eine 2. Erfahrung damit verbinden. Meine beiden Jungs, ich habe 3 Kinder, meine beiden Jungs sind noch zu jung für das Gymnasium in Bogenhofen. Es geht bei uns hier ab der 9. Schulstufe los. Die Oberstufe kann man dann bis zur Matura hin, also zum Abitur hin alles absolvieren. Aber unten drunter, da sind jetzt meine Jungs gerade in dem Alter und die gehen an die Schule, oder gingen damals in die Schule bei uns im Ort, eine normale Grundschule. Und mein Mittlerer hat damals im Religionsunterricht immer wieder so manche Schwierigkeiten. Es hat ihm nicht gefallen, dass nicht so viel über die Bibel gemacht wurde. Es waren Bibelgeschichten, er ist im evangelischen Religionsunterricht gewesen, ist Pflicht dort,
Und so manches kam eh, aber anderes wieder, da hat was nicht so gestimmt. Und darüber hat er mit mir gesprochen. Einen Tag kam er heim und meinte, es würde da um die Unsterblichkeit der Seele gehen und das stimmt doch so nicht, wie sie das dort hatten. War eh nur so am Rande ein Thema, nicht so intensiv. Mit Grundschülern macht man sowas ja nicht so tief. Und ich habe ihm dann die Texte aufgeschrieben, die er mit der Lehrerin doch mal besprechen sollte. Wo man erklärt bekommt, dass die Seele eben nicht einfach weiterlebt nach dem Tod. Dass es eine Auferstehung gibt, dass der Mensch tot ist, wenn er stirbt. Und so wie er ist, hat er das mitgenommen. Hat der Lehrerin die Texte vorgelegt, hat gesagt, soll sie sich mal ansehen. Und dann wird er darüber gerne mal reden. Ein kleiner Neunjähriger. War stolz auf ihn. Und dann fragt ihn die Lehrerin, sie kennt ja seinen Namen, ob das sein könnte, dass der Vater vielleicht Prediger sei. Sie hätte schon Predigten von dem Vater gesehen. Kann das sein, dass der da drüben in Bogenhofen am Arbeiten ist? Und hat natürlich gesagt, ja, so ist es. Das war für mich bemerkenswert, denn sonst Zuschriften von irgendwo in Deutschland, Schweiz, Österreich zu bekommen, das ist recht gewöhnlich, ja. Und das ist auch schön für uns, weil wir sehen die Arbeit, die wir vor Ort leisten. Wir haben ja dann mal eine Kamera vor uns stehen, aber wir sehen nicht die Menschen, die das anschauen. Und dann kommt da ein Feedback und man freut sich, dass der Dienst so war und auch so gut angenommen wird. Aber in meiner Straße, die Schule ist bei uns in der Straße, jemanden zu haben, der mit unserem Glauben eigentlich nicht viel am Hut hat, protestantische Religionslehrerin, die Predigten von uns schaut, das ist schon bemerkenswert. Und das möchte ich an der Stelle einfach auch sagen, das passt zu dem Abend, den wir gestern hatten. Ich hatte schon angesprochen, es kann sehr schnell vollendet werden, das Werk, alleine durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das ist etwas, das wir in Bogenhofen immer wieder erleben dürfen. Manchmal werden wir auf Predigten angesprochen, die liegen 10 Jahre zurück. Aber die haben das Leben von einem Menschen verändert, der gerade jetzt darüber gestolpert ist. Und dafür sind wir Gott sehr dankbar. Beim Missionsbericht ist es ja häufig auch so, dass man erwartet, dass noch was Gewaltiges passiert. Ich möchte auch da noch einen Meilenstein berichten, der damit zusammenhängt. Wir haben jetzt gerade seit April, also einen Monat jetzt, das erste Mal jemanden Vollzeit anstellen können im Bereich Bogenhofen Media, alleine spendenbasiert. Wir kriegen sehr wenig Zuschüsse von den Feldern. Wir haben nur 2 kleine Felder. Fast alles, was wir in Bogenhofen machen, ist spendenbasiert oder kommt von den Schulgeldern. Also zwischen 75% und 80% von allem. Wer mit Schule zu tun hat, weiß, es ist praktisch unmöglich, so eine Schule zu operieren, so laufen zu lassen. Wir kriegen das hin, weil Gott uns immer wieder Spender gibt. Und in dem Bereich Bogenhofen Media kamen genügend Spenden über mehrere Jahre, dass wir es jetzt wagen konnten, jemanden anzustellen dafür. Das freut uns sehr, weil wir damit professioneller werden können und auch mehr Inhalte produzieren können. Ich bin euch auch dankbar, wenn ihr im Gebet daran denkt. Ich freue mich auch, wenn ihr das ein oder andere euch davon anschaut und natürlich auch an Freunde weitergebt, die im Glauben dadurch wachsen können. Amen.